Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, präsentiert von der Campus Suite. Auch in dieser Folge wollen wir wieder hinter die Fassade unserer Jungs schauen und ganz bewusst über außersportliche Themen sprechen. Dafür habe ich mir einen sehr interessanten Gesprächspartner gesucht, und zwar Philipp Bilbier. Moin, Ficho. Moin. Ficho, wir haben uns schon im Sommertrainingslager in der Steiermark unterhalten und dabei unter anderem auch über das Thema Social Media. Denn es fällt auf, du bist bei Social Media gar nicht unterwegs. Erklär doch mal, wie es dazu kam. Ja, ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich mit meinem Kumpel zusammen entschieden habe, mal was anderes zu machen. Ich glaube, es fing an, dass wir mal ein Buch gelesen haben. Und da ging es viel um das eigene Leben und dass man sich nicht immer in der Außenwelt, also sich damit beschäftigt, was die anderen machen, sondern viel mehr um sich selbst kümmert. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich viel zu viel Zeit verbringe damit, was andere unternehmen, anstatt mich auf mein Leben zu konzentrieren. Und so fing es an, dass ich immer weniger Social Media benutzt habe und mich dann schlussendlich auch entschieden habe, es komplett zu löschen. Wie ist denn eigentlich so das Feedback aus deinem Umfeld oder jetzt auch in der Mannschaft, wenn dann auffällt quasi, dass du bei Social Media nicht aktiv bist? Sehr überraschend, aber jetzt nicht so, wo ich jetzt als Außenseiter oder so dastehe, sondern einige finden es auch klasse, in meinem Umfeld, in der Familie auch. Also ich bin fast so wie ein Beispiel, dass die es auch gerne haben wollen und eigentlich eine positive Reaktion. Du hast schon gesagt, dass du dich seit einiger Zeit stattdessen mit Büchern beschäftigst. Was war denn das letzte Buch, was du gelesen hast? Ich lese momentan Ich bin. Und es geht darum, dass man versucht, seine Gedanken und Gefühle zu beobachten und nicht zu sehr unbewusst zu leben. Das heißt, dass man, ich nenne mal ein Beispiel, tagsüber man isst oder man putzt ganz normal Zähne und man ist mit den Gedanken ganz woanders, was man schon als nächstes isst, zu Abend oder welche Zeit du als nächstes verbringst, obwohl du stattdessen gerade Zähne putzt oder gerade isst und du bist halt nicht fokussiert in dem Moment, was du gerade machst, sondern lenkst dich halt ab sozusagen. Und das ist sowas, wo es in diesem Buch geht, dass man bewusster lebt, dass man die Sachen, die man gerade in dem Moment macht, sich voll und ganz fokussiert und Aufmerksamkeit schenkt und ja, bewusster leben und im Moment zu leben. Hört sich sehr interessant und schlüssig an. Was war denn das beste Buch, was du jemals gelesen hast? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, für den Einstieg ist Eckhart Tolle Jetzt. Ich glaube, das kennen, das ist sehr bekannt auch. Ist auch nicht so kompliziert zu lesen. Am Anfang natürlich schon, aber wenn man es mehrmals liest, ist es schon sehr empfehlenswert. Bei deiner Vorstellung hier im Volkspark, als du die erste Medienrunde mit den Sportjournalisten abgehalten hast, hast du Kobe Bryant zitiert. Mhm. Ist er eine Inspiration für dich und auch das Buch von ihm? Ich schaue mir immer, es gibt jetzt keinen bestimmten Sportler oder bestimmten Menschen, wo ich sage, okay, der ist mein Vorbild, sondern ich versuche mir immer von vielen verschiedenen Leuten das Beste rauszuziehen und für mich, also was für mich am weitesten bringt. Was sind noch so Biografien vielleicht, die du von Sportlern, eventuell auch von Fußballern gelesen hast bisher? Zlatan Ibrahimovic, das war ganz gut und lustig. Einfach ein besonderer Typ und wie er umgegangen ist mit der Zeit, wo er aufgewachsen ist, ist sehr interessant. Also man merkt schon, du beschäftigst dich auch außerhalb des Fußballs mit anderen Themen als vielleicht der durchschnittliche Profifußballer. Das Thema Meditation, darüber haben wir im Trainingslager auch gesprochen. Erklär mal, wie du da den Zugang gefunden hast und warum dich das weiterbringt. Ich glaube, das hat angefangen damit, dass ich in Spielen sehr viel über Sachen nachgedacht habe, die in der Vergangenheit passiert sind, zum Beispiel wie ein Fehlpass oder eine vergebene Torchance, wo ich dann vielleicht zu viel darüber nachgedacht habe, schon im Spiel, wo ich dann selber gemerkt habe, nee, das muss ich verbessern, und da kam ich dann auf die Meditation zurück. Und so ist es halt, dass ich, wenn ich eine Chance vergeben habe und, keine Ahnung, das Gefühl Wut oder Enttäuschung in mir spüre, dass ich nicht so viel damit verbringe, sondern es direkt ausblenden kann und mich direkt auf die nächste Sache zu fokussieren oder vorm Spiel, wenn man diese gewisse Anspannung oder die Nervosität spürt, dass ich die dann beobachten kann und das dann ausblenden kann und mich nicht so gefangen fühle in dem Gefühl, sondern mich
nur auf das Spiel zu konzentrieren. Bedeutet das, dass du auch am Spieltag vor dem Spiel dann direkt meditierst? Ja, so eine Art Meditation mache ich auch. Mhm. Wie wichtig sind denn aus deiner Sicht, weil wir reden jetzt über Bücher, wir reden über Meditation, wie wichtig sind denn aus deiner Sicht Routinen auch für diesen Profifußballer-Alltag? Das scheint ja für dich schon eine große Bedeutung auch zu haben, oder? Ja, aber am Ende sage ich immer, das, was für einen passt, ist am wichtigsten. Also ich würde jetzt, glaube ich, wenn man zu sehr in so einer Gewohnheit steckt, wenn man zu sehr in einer Gewohnheit verankert ist, dann blockiert es, glaube ich, auch manchmal Sachen, weil das Leben ist ja spontan und ich glaube, wenn du das Gefühl hast, irgendwas anderes zu machen, dann mach das aus Freude und nicht, weil du gesagt hast, okay, aus Gewohnheit muss ich das und das machen, obwohl du gar keine Lust hast oder gerade in dem Moment es gerade nicht passend ist, aber du versteifst dich so sehr, dann ist es, glaube ich, auch nicht gut. Deshalb versuche ich so einen Mix zwischen Spontanität und ja, Routine zu machen. Du hast dich auf jeden Fall über den Tellerrand hinaus mit interessanten Themen beschäftigt, hast deinen Horizont erweitert. Welche außersportlichen Themen fasst du vielleicht für die Zukunft noch ins Auge? Hast du noch andere Felder, wo du sagst, das interessiert dich, damit möchtest du dich mal beschäftigen? Ja, ich glaube, das, über was wir ganz ehrlich geredet haben, ist für mich sehr interessant, den Körper besser kennenzulernen. Die Welt so zu sehen, wie sie ist und nicht nur als Erscheinung, was andere sagen oder was andere eine Meinung dazu haben, sondern sich eine eigene Meinung zu der Welt und bilden, genau. Zum Abschluss möchte ich mit dir noch eine Fragerunde machen. Das sind drei Entweder-Oder-Fragen. Bitte immer eine für eine Seite entscheiden und dann gerne auch noch mal kurz begründen, okay, warum du diese Wahl so getroffen hast. Wir starten mit der Frage: Buch lesen oder meditieren? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde meditieren nehmen, weil man das, glaube ich, in jeder Situation des Lebens machen kann. Meditation übrigens heißt für mich nicht nur still da sitzen und einfach zu meditieren, sondern ich mache das auch, wenn ich normal spazieren gehe oder bei Aktivitäten, um einfach den Körper zu beobachten, was er macht. Deshalb ist Meditation da flexibler und würde ich dann Meditation nehmen. Wenn man dich so reden hört, könnte das jetzt eine rhetorische Frage werden. Ruhig oder laut? Eher ruhiger, weil, ja, man sagt nicht umsonst, in der Ruhe liegt die Kraft. Und jetzt zum Abschluss noch ein bisschen eine provokante Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, Facebook oder Twitter? Ich habe beides gar nicht benutzt. Ich weiß auch nicht den Unterschied zwischen Facebook und Twitter, um ehrlich zu sein. Deshalb sage ich einfach mal Facebook. Ich habe auch keinen Grund, wieso. Am liebsten gar nichts. Ja, genau. Fitro, das war wirklich ein sehr, sehr interessanter Einblick. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir hoffen, dass es auch euch gefallen hat, dass ihr einmal Philipp Bilbia noch näher kennenlernen konntet, dass ihr ja zu diesem interessanten Thema neue Einblicke gewinnen konntet. Sagen zum Abschluss, wie immer, nur der HSV und sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin.